Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuschauer und liebe Zuhörer. Ihr habt eingeschaltet zu Nachrichten mit Hintergrundinformationen aus Thailand. Heute vom Montag, dem 12. August 2024. Die Themen der heutigen Sendung werden sein: Mord, zwei Japaner verhaftet. Pattaya, Schlägerei zwischen Iren und Boltfahrer. Straßenverkäufer belästigt Touristen. Thai bedroht kuwaitische Touristen mit Schusswaffe. Gasleck löst Großbrand aus. Entwicklungsprojekt Naklua Seafood Market. Zwei Japaner verhaftet. Zwei Japaner, die im Zusammenhang mit dem Mord an einem Landsmann im April gesucht wurden, sind am Samstag in Nonthaburi verhört worden. Einer der beiden Verdächtigen gestand das grausame Verbrechen, während der zweite Verdächtige weiterhin jegliche Beteiligung bestreitet, wie die Ermittler am späten Samstag mitteilten. Der Mord war das Ergebnis eines Streits über einen Vorschuss von 8 Millionen Baht, den das 47-jährige Opfer nicht zurückzahlen wollte, nachdem es eine nicht näher bezeichnete Transaktion nicht ausgeführt hatte, so einer der Verdächtigen. Die Polizei teilte mit, dass die Verdächtigen im Alter von 28 und 50 Jahren am Freitag in der nordöstlichen Provinz Nong Khai verhaftet wurden. Die Polizei glaubt, dass die beiden Japaner und das Opfer Mitglieder eines großen Yakuza-Syndikats waren. Pattaya. Schlägerei zwischen Iren und Boltfahrer. Ein stark betrunkener Ire wurde verletzt, weil er sich am Samstagabend mit einem Boltfahrer stritt und dann prügelte. Als die Polizei am Tatort eintraf, fand sie einen irischen Staatsbürger vor, der eine Kopfwunde hatte und stark blutete. Ebenfalls am Tatort befanden sich ein freiwilliger Helfer der Polizei sowie ein Boltfahrer. Dieser berichtete, während der Taxifahrt habe der Ire ihn beschimpft und auch versucht zu ohrfeigen. Daraufhin stoppte der Fahrer das Taxi. Auf der Straße kam es dann zu einem Meinungsaustausch, im Verlauf dessen die beiden Männer ihre Argumente mit Fäusten untermauerten. Als sich der zufällig anwesende Polizeihelfer sowie Passanten in den Kampf einmischten, musste sich der Ire geschlagen geben. In einigen Meldungen wird der Ire als Irländer bezeichnet, weil es teils ebenso schwerfällt, Irland und Island auseinanderzuhalten wie Australien und Österreich. Keine Meldung gibt es bislang über einen Vorfall in Bangkok. Dort soll ein Ausländer von einem Thai in der Sukhumvit Soi 71 niedergestochen worden sein. Der Ausländer brach vor einem 7-Eleven in der Sukhumvit Road Soi 11 zusammen. Auf einem Video ist zu sehen, wie er sich den blutenden Bauch hält. Erste Hilfe wird nicht geleistet, niemand versucht die Blutung zu stoppen oder zu verlangsamen. Eine Thai beugt sich über ihn, ein Motorradtaxifahrer fechtet ihm Luft zu, ein Polizist steht herum. Straßenverkäufer belästigt Touristen. Ein Straßenverkäufer an den Stränden von Pattaya und Jomtien belästigte Strandbesucher, die sich weigerten, seine Waren zu kaufen. Einwohner von Pattaya forderten die Behörden auf, Maßnahmen zu ergreifen. In einem Video ist zu sehen, wie der Verkäufer Touristen aggressiv dazu drängt, Snacks bei ihm zu kaufen. Als sie sich weigern, beschimpft er sie und wirft aus Frust mit Gegenständen nach ihnen. Solche Vorfälle trüben den erstklassigen Touristen- und familienfreundlichen Ruf Pattayas. Daher schritten die Behörden am Sonntag ein. Der 58-jährige Verkäufer wurde verwarnt, worauf er versprach, in Zukunft netter zu Touristen zu sein. Thai bedroht kuwaitische Touristen mit Schusswaffe. Ein Thai wurde von der Polizei festgenommen, nachdem er kuwaitische Touristen mit einer Pistole bedroht hatte. Der Mann gab an, dass seine Tat durch einen Beitrag in den sozialen Medien motiviert war, in dem berichtet wurde,
dass kuwaitische Touristen in der Woche zuvor einen thailändischen Staatsangehörigen tätlich angegriffen hatten. Der Rachefeldzug des 40-Jährigen wurde gegen Sonntagnacht gegen 2 Uhr morgens in der Soi Kho Phai beendet. Die Polizei nahm den Mann fest und fand bei ihm einen Revolver Kaliber 38 sowie eine 9mm Platzpatrone. Die Verhaftung erfolgte aufgrund einer Beschwerde kuwaitischer Touristen, die berichteten, dass ein Thai sie mit einer Waffe bedroht habe. Die Behörden identifizierten und fanden den Täter schnell, nachdem sie Videomaterial der Überwachungskameras ausgewertet hatten. Der Täter gab bei der Vernehmung an, er habe die Touristen mit der Waffe lediglich einschüchtern wollen. Gasleck löst Großbrand aus. Am Freitagnachmittag wurde die Feuerwehr zu einem Haus am Huajiai-See gerufen. Das zweistöckige Gebäude stand in Flammen. Die Anwohner, meist chinesische Staatsangehörige, sahen zu, wie die Feuerwehrleute den Brand bekämpften, der erst nach über 30 Minuten unter Kontrolle gebracht werden konnte. Im Inneren des Hauses wurden alle Gegenstände zerstört. Nach Angaben der dreiköpfigen chinesischen Familie, die das Haus bewohnt hatte, schlugen beim Kochen plötzlich Flammen aus einer Gasflasche. Es gelang ihnen zu entkommen, bevor das ganze Haus in Flammen stand. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Der Schaden wird auf 3 Millionen Baht geschätzt. Die Polizei arbeitet mit Forensikern zusammen, um die genaue Ursache des Brandes zu ermitteln. Entwicklungsprojekt Naklöa Seafood Market. In dem Bestreben, die Sauberkeitsstandards zu erhöhen und bessere Einrichtungen für Touristen zu schaffen, besuchte der stellvertretende Bürgermeister von Pattaya, Wotisak, zusammen mit Mitgliedern des Stadtrats den Seafood Market in Naklöa. Ziel des Besuches war es, das Gebiet zu begutachten und sich über den Fortschritt des laufenden Projekts zur Entwicklung des Marktes zu informieren. Der Entwicklungsplan sieht die Einrichtung von Sitzgelegenheiten, Waschbecken und Mülleimern vor, um die Sauberkeitsstandards zu verbessern und die notwendigen Einrichtungen für die wachsende Zahl von Touristen bereitzustellen. Außerdem wird ein provisorisches Gebäude errichtet, das als Fischmarkt dienen soll. Gleichzeitig sollen die elektrischen Leitungen auf dem Naklöa Old Market aus Sicherheitsgründen neu verlegt werden. Diese Initiative zielt darauf ab, mögliche Kurzschlüsse zu verhindern, um eine sichere Umgebung für Bewohner und Besucher zu schaffen. Der Sanierungsplan sieht vor, dass am 15. August neue Strommasten aufgestellt werden und am 21. und 28. August 2024 die Stromleitung ausgetauscht werden. Damit soll auch der Lebensunterhalt der lokalen Salzfarmer, die den Markt frequentieren, gesichert werden. Diese Initiative unterstreicht das Engagement der Stadt Pattaya, das kulturelle Erbe des alten Marktes von Naklöa zu bewahren und gleichzeitig die Sicherheit und das Wohlbefinden der Bevölkerung und der Besucher in den Vordergrund zu stellen. Soweit die Nachrichten mit Hintergrundinformationen aus Thailand vom Montag, dem 12. August 2024. Wir hoffen, ihr hattet eine informative und interessante Sendung. Wenn euch solche und ähnliche Inhalte aus Thailand interessieren, abonniert gerne diesen Kanal, liked das Video, teilt das Video mit Menschen, die auch etwas über Thailand erfahren wollen. Damit bedanken wir uns für eure Zeit, danke für eure Aufmerksamkeit und tschüss, bis zum nächsten Video hier auf diesem Kanal.